So ho. Jo, weiter geht's hier mit Dungeons Demo immer noch. Ja, ich will erst das Projekt fertig kriegen, dann... der läuft falsch. Dann mache ich's nächste. Was greift der gerade an? Komm mit. So, erstmal helfe ich hier mit. Gegen die, die werden die ja aufhalten, hoffe ich. Blö. Tod allen Helden. Können den zwar, glaube ich, fast besiegen. Noch einer. Wie komme ich nochmal aufs Dungeon Head? Ah, hier. Genau. 150 brauche ich. Was mache ich jetzt nochmal? Stufe eurer Monster. Ja. Das hätte ich vorher vielleicht noch machen sollen, aber nicht jetzt. Teleportiere ich jetzt selber weg. Wie lange braucht es hier noch? 28. 32. Oh, Alter. Ja, haha. Ah ja, was ich hier auch nochmal sagen kann, dass es mit Aion noch etwas länger dauert. Also wenn ich hier Dungeons Demo fertig habe, ich glaube, das gibt noch das Level und dann noch eins. Dann habe ich es fertig. Dann geht es wieder weiter mit Dingenskirchen, ne, mit Kotor und Torchlight. Und Aion muss ich nicht passieren, aber es dauert halt wieder ein bisschen länger, weil weil die Leiter die Server resettet haben und wir müssen, ich und Headhunter müssen das alles nochmal nachspielen. Die wollen irgendwie nicht da lang gehen, wo ich sie haben will. Lassen die sich nicht von meinen Feuern an. Prestige 5, wie viel Prestige hat das Ding? Vielleicht reicht sowas nicht, aber ich habe jetzt keine Energie, dann lock ich die halt immer hierher. Komm. Komm. Habe ich nichts im Kerker. Hier habe ich gerade gar keinen. Hier auch nicht. Schon wieder jemand. Lock ich gleich hierher, das funktioniert irgendwie nicht mehr. Aber wie viel brauche ich? 150 waren es, glaube ich. Guck gleich nochmal nach. Ja. Ich glaube, die Skelette halt immer weiter vorne, das Problem. Aber die sollten ja eigentlich reichen, hier die abzufangen. Soll irgendwer. Ein Dungeon Head, müssen wir nachgucken. 150 waren's. Ah. Oh. Das geht ja eigentlich recht schnell voran. Diese Farmerei hier. Ein Held ist im Kampf gegen ein Monster gestorben. Ganz toll. Eines eurer Monster hat gerade einen Helden getötet. Ah, erzählt er mir auch mal wieder was.
Spaß, hat wieder gespeichert. Gut, jetzt fehlen wir noch 50. Komm mit. Kann ich hier bessere Gefängniszellen bauen? Prestige. Weil hier die habe ich ja schon. Aber Prestige kann ich mir nicht leisten. Hm. 2 Minuten 21. Das geht irgendwie um einiges schneller. Mhm. Klassenverteilung wird hier gezeigt. Abenteurer. Mhm. Abenteurer, Abenteurerin. 50%, 50. Okay. Ja, stelle ich mich schon mal hier hin, um dir wieder anzulocken. Ja, das habe ich ganz vergessen, ob ich das mit Eiern beendet hatte. Ist die halt hier? Ja, doch, das hatte ich beendet. Und ja, wir müssen jetzt halt wieder das nachspielen. Das dauert. Also wir müssen halt wieder. Gleiche Level, gleiche Quest machen und also so wie wir bei dem Part beim letzten waren, wo die Aufnahme abgebrochen ist, weil mein Festplatte voll war. Und ja, deswegen dauert das jetzt ein bisschen leider. Tut mir ja leid, ich hätte gern wieder Eiern, wollten wir eigentlich halt aufnehmen, aber draus geworden. Schön blutig hier. Ja, danke schön. Hier dauert es noch 42 Sekunden, hier dauert es noch eine. Also kommt da wieder als erst welche. Und die hier habe ich ja getötet. Ich krieg die gar nicht so schnell voll, die Gefängnisse. Die brauchen viel zu lang, bis sie wieder respawnen. Ich kann natürlich hier ein bisschen Gold abbauen, aber ich habe so viel Gold. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Wenn ich irgendwas Billiges für Gold bauen könnte, irgendwie. Hier, dafür brauche ich wieder Seelenenergie. Ich könnte natürlich so Kisten hinbauen. Ich baue mal hier eine Kiste hin. Dann kann ich hier vielleicht die... Mal dahin und kämpfe mit. Ihr werdet angegriffen! Ja, ich werde angegriffen. Das ist eigentlich auch Prestige. Nein, das braucht nur Prestige. Töte ihn. Ja, 106. Kriege ich von denen keine Seelenenergie, da dauert das ewig. Kann ich den hier irgendwie kaufen oder so? Gucken, ob ich jetzt damit verschnellert habe. Wie sind sie eigentlich rausgekommen? Die sollen jetzt erstmal Gold. Ist schon wieder weg. Ein Dingens hat es mir gegeben und ist wieder weg. Kam nicht. Ja, bist du jetzt bald fertig hier? Oder dauert es noch lang? Sehe ich hier wie viel?
Aber sonst ist es hier nicht einfach. Gut, dann halt nicht. Hier, ein Skelett am Meer auf ihn los. Bald habe ich die nächste Stunde. Ein Held ist im Kampf gegen ein Monster gestorben. Auf. Hundertzehn habe ich jetzt. Das dauert ja ewig, ey. Ich mache jetzt einen Stopp, mach das und dann nehme ich wieder weiter auf. So Leute, ja, jetzt habe ich die 150 erreicht, sogar mehr, und jetzt beschwöre ich diesen Wächter. Seht nur, Meister, Butch steht nun zu eurer Verfügung und erwartet Helden, die dumm genug sind, euer Dungeon-Herz anzugreifen. Er wird euch in Zukunft sicher exzellente Dienste leisten. Okay. Ah, die entsetzten Schreie der Bewohner sind Musik in meinen Ohren. Seit ihr Magnus Blütenstaub in eben diesen gelegt habt, steht den Horden des Bösen nichts mehr im Weg. Okay. Natürlich Erfolge, nur Helden habe ich ihn kommen lassen, kein Geld. Ja, könnt ihr euch durchlesen. Ich habe mehr gesammelt, als ich ausgegeben habe. Weniger. Okay. Letzte Mission. Ja, sag. Okay, dann ist halt vor. Meister, erinnert ihr euch noch an dieses Artefakt, das ihr eingesammelt habt? Nicht? Nun, wie auch immer, ich habe heute dazu eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Ja. Die gute ist, dass es... Die gute Nachricht ist, dass euch das Artefakt außergewöhnlich stark werden lässt. Zumindest, wenn ihr Prestige ansammelt. Das schlechte ist, denn wir verlieren konstant Seelenenergie. Ja, okay, toll. Meister, dieser Prozess ist nicht aufzuhalten, aber wenn wir keine Seelen mehr haben, wird euer Dungeon jetzt zerstört. Haltet durch, solange ihr könnt. Was? Überlebt, solange ihr könnt. Bisherige Bestzeit, verlorene Seelen, Energie pro Sekunde eine. Okay. Monster. Geld. Ich glaube, das ist jetzt eher so ein Überlebenskampf, gar kein richtiges. Was habe ich? Ich habe alles, ja. Wo kommen die Helden her? Prestige benötige ich erstmal. Ah, verdammt. Hier, ich weiß nicht, wie lange ich mache. Ich mache einmal, bis ich sterbe. Irgendwohin. Kann ich mir jetzt Monster bauen? Was ist das? Hier kommen uns Helden raus. Gar nicht mehr im Einflussbereich sind. Lauf mal hier, du. Mit den Schätzen, die ich hier finde, kann ich hoffentlich einen Ausbilder bezahlen. Nee, kannst nicht. Kann ich immer noch nichts. Wie viel Prestige brauche ich denn für so eine Fledermaus? 10. Oh, ich halt ein paar Sachen an die Wand, echt. Spam ich die Wand zu. So, jetzt soll's aber gehen. Oh, wie viel Prestige habe ich denn? 7. 9. 10. Noch jemand. Pro Sekunde verliere ich 1. Okay,
Ich arbeite mich nach vorne. Ja. Ist das? Ist unheiliger Fakt. Stärke, Geschicklichkeit, Instanz. Ja, werde ich besser. Ja, okay. Ich brauche mehr Prestige. Also baue ich mir hier Stärke. Was weiß ich was hin. Das kostet mich zur Seelenenergie, aber... Ich brauche halt hier... Prestige brauche ich dazu. Muss ich erstmal einen mickrigen Goldhaufen. Mickriger Goldhaufen. Ich hoffe, ich finde hier unten ein paar neue Zaubersprüche. Ja. Stirbst hier unten. Gut, da hinten kommt mein Geld. Goldader hier hinten. Ist nicht aufgefüllt. Hellen sind stärker geworden, weil ich sie jetzt verprügelt habe. Ja. Ich verstehe es nicht ganz, wie es geht. Weil, oh Mann, jetzt muss ich erst mal wieder hier Prestige-Scheiß kaufen. Habe ich jetzt genug, um mir hier ein... 50 brauche ich, oh Gott. Das tötet mich ja, egal. Wenn ich ehrlich bin, habe ich sowieso keine Lust mehr. Ah, ich brauche noch mehr von denen. Ich habe mir eine richtige Sarghammer. So, jetzt habe ich 50, jetzt kann ich mir hier so einen Goldhaufen leisten. So ein Kiste. Komm jetzt halt. Komm und get it. Auf Sammelgeld an. Ein schöner Dungeon. Schön. Ich such den Streit und stirbt jetzt. Aber... Nee, ich hab keinen Bock mehr. Die verprügeln, oder den verprügel ich noch. Und dann war's das jetzt hier mit dem... Let's Play Dungeons, die Demo. Das richtige Spiel werde ich mir vermutlich nicht kaufen. So gut fand ich es jetzt nicht, aber... Ja. Das war's mit Let's Play Dungeons, die Demo. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Falls ihr Demos habt, die ich spielen kann, dann schreibt mir, keine Ahnung, schreibt sie mir per PN die Nachrichten, was weiß ich. Ich lasse die jetzt hier noch so ganz sinnloses Graben. Und jo, das war's.